Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video. Die Lebensmittelbox von Degusta ist heute bei mir angekommen und was da diesmal so drin ist, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich werde mir gleich mal mein Messer schnappen und werde die Box aufmachen. Sie hat wie immer ordentlich Gewicht. Laut Angaben von DHL ganz 5 Kilo. So, dann lasst uns mal reinlugen. Jawohl. Wir können das hier schon mal so. Entschuldigung, das war jetzt mit Sicherheit relativ laut. Wir können die so schon mal öffnen. Ich stelle es auch gleich mal hier her. Mach da mal so. Und so, dass ich ohne sehe, was drin ist. Wir starten auch gleich und zwar mit dem allerersten Artikel, beziehungsweise hier haben wir einmal die Spoilerkarte. Und es gibt eine Limited Edition und zwar eine Osterbox, die es dann, die man gratis testen kann und zwar mit dem Gutscheincode Hello21, so wie ich das jetzt hier sehe. Ja, ist nicht von Degusta. Es ist eine andere und zwar ist es von tukanbox.de und da kann man sich Bastelbögen auswählen und keine Ahnung, was da drin ist. Jetzt am besten mal klippen oder ein Bildschirmfoto machen und dann könnt ihr da drauf schauen. Ich drehe es nochmal rum, dann habt ihr hier auch nochmal den Gutscheincode. Ja. Da ich keinen Nachwuchs habe bei mir, außer meinen Kater natürlich, ist das für mich relativ uninteressant. Und wir starten auch gleich mal mit dem ersten Artikel. Und hier haben wir von Lorenz. Ist eine sehr gute Marke. Naturals. Chips. In der Geschmacksrichtung Basilikum Pesto. Und lasst uns die mal ausprobieren. Wir hatten ja schon mal. Ne, das war kein Basilikum. Eben war ich falsch. Riechen tun sie schon mal lecker. Ich mag Basilikum sehr gern. Sehen so aus. Wie normale Chips halt. Hat mir. Im Nachhinein kommt die Basilikumnote relativ stark, aber erst im Nachhinein. Was wieder schön ist und was man ja auch gewohnt ist bei der Box, sie haben sehr viel glutenfreie Artikel drin und genauso natürlich auch die Chips. Finde ich immer gut, nachhaltige Lebensmittel. Wir machen auch gleich weiter. Wir haben hier. Wow, Brot. Ja, zum Aufbacken. Ein Aufbackbrot. Habe ich in der Form jetzt noch nicht gehabt. Ist mal was Neues für 15 Minuten. Schön knusprig in Ofen drin. Bei Umluft 200 Grad, Ober-Unterhitze 220 Grad. Vorheizen natürlich nötig. Natürlich auch aus der Verpackung rausnehmen, weil sonst schmilzt euch die Folie weg. Haltbar bis 20.04. Also müssen wir das nächste Mal machen. Ja, ist mal was Neues. Für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wenn ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Auch unten in der Beschreibung drin sämtliche Links zu sämtlichen Boxen, die ich habe. Auch mit Gutscheincodes und so weiter. Auch die Links zu meinen Social Network-Seiten. Gut, probieren können wir es jetzt nicht, weil sonst müsste ich Schnitt machen, das Brot aufbacken und dann testen. Ist jetzt ein bisschen doof. Wir machen einfach weiter mit dem nächsten Artikel. Und wir haben hier von Cocoa Mini Rolls. Das ist so ein Küchlein. Und zwar mit Cremefüllung und Vanillegeschmack. Sind 7 Stück drin. Ja,
Kleines Problem ist für mich, nicht für euch. Ich werde da jetzt nichts davon testen, weil ich habe auch gerade eine Pizza im Ofen. Und wenn ich mich jetzt hier natürlich satt esse, schaffe ich die Pizza nicht mehr. Deswegen, ich zeige es euch nur. Ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich sind wie die Yes-Tordies, die wir auch schon in der gestrigen Box drin hatten in der Art. Da habe ich noch einige, die ich verspeisen muss. Die lasse ich jetzt erstmal zu. Und der nächste Artikel kommt sofort. Oh mein Gott, die Box ist knallervoll diesmal. Was haben wir denn hier? Wir haben Hafervollen-Minis. Das sind so Haferstückchen. Kirschmandel. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Sehen so aus. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ist wie so ein, ja, Art Keksteig, würde ich sagen. Ist relativ hart, geht ein bisschen kompliziert mit meinen Zähnen. Die meine Videos verfolgen, wissen warum. Wenn sie etwas weicher sind mit Speichelfluss, jetzt geht das. Ja, es ist so eine Hafermischung mit eben Kirschen und Mandelstückchen drin und Honig. So wie, ja, wie so ein Müsli-Riegel. Aber durchaus lecker. Aber jetzt nochmal erstmal nichts für mich. Werde ich jemanden finden, der die mag? Und da ja auch schon einer fehlt, kann das natürlich nicht weiterverkaufen, was ich bei Lebensmitteln sowieso nicht mache. Wir starten gleich mit dem nächsten Artikel. Ich merke gerade, hier haben wir was zu trinken drin. Das ist ganz gut, da kann ich gleich mal was runter spielen. Ne, wir haben nichts zu trinken drin. Wir haben eine Marmelade von Dabo. Da hatten wir ja, glaube ich, schon mal was. Die war sehr lecker. Und zwar diesmal mit Erdbeere. Lasse ich jetzt definitiv auch zu. Das könnte ich mir mal auf dem aufgebackenen Brot dann. Ich mag Erdbeere. Wenn das natürlich ist und lecker, Erdbeermarmelade, aber ganz fein ist auch Sauerkirsch und Kirschmarmelade, Himbeer, eigentlich in der Form alles. Bin ich mal gespannt drauf. Wir machen gleich weiter und wir haben hier einmal eine Dessertsoße von Naschkatze drin in Vanille. So was ähnliches hat man letztes Mal schon mal drin als Pulverform. Wo ich noch irrtümlicherweise gesagt habe, es wäre Pudding, soweit ich mich noch erinnern kann. Das war leider falsch. Das ist ohne Vanillesoße. Ja. Lass ich jetzt zu. Ist nicht unbedingt meins. Ich bin nicht so der Vanille-Fanatiker, würde ich sagen. Aber ich denke auch mal, da habe ich mit Sicherheit jemand, der da Freude dran hat. Und wir machen auch gleich weiter. Und wir haben hier immer auch von nicht von Darcy, von Dausi, von Dausi, nicht von Dabo, von Dausi, Kichererbsen in Dampf gegart. Ja, Kichererbsen. Kann ich wenig zu sagen. Hab ich so, ich glaube, ich habe schon mal irgendwo welche gegessen, aber fragt mich jetzt nicht, wo, keinen Plan. Ausprobieren. Doch, in der Suppe waren mal drin welche, glaube ich. Ich glaube, in der Suppe waren mal welche drin. Kann man sich auch mal so geben. Ich denke mal, die schmecken ganz gut. Wir machen gleich weiter. Hoffentlich kommt bald mal ein Getränk. Was haben wir denn da? Oh Gott, wir haben Jelly Beans. Von The Jelly Bean Factory. Und zwar mit 36 Geschmacksnuancen. Wenn ich das mal so nennen soll.
Ja, ohne Brille geht das jetzt hier so ganz schlecht, aber ich sag mal, es sind keine ekligen dabei. Ja, ich kann Apfel kann ich lesen und Limone und Mango. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie Jelly Beans gegessen. Noch nie. Ich will das gerne mal ausprobieren. Ich hoffe, dass ich nachher meine Pizza noch schaffe. Die Verpackung ist etwas nervig hier außenrum. Dieses in da ist so ein Aufreißer. Ich finde die Dose recht interessant, muss ich sagen. Obwohl ich jetzt der Farbe selbst nichts abgewinnen kann. Ja, es sind, wie man hier sieht, ich zeige es mal hier oben. Jelly Beans. Es riecht relativ fruchtig. Ich hoffe, dass ich hier Apfel habe. Ist Apfel. Leicht säuerlich. Grüner Apfel. Granny Smith, denke ich mal. Ah, ist wie ein Kaugummi, der sich auflöst mit der Zeit. Aber doch. Schmecken gut. So, was haben wir als nächstes? Wir haben noch mal ein Glas. Oh! Von Ajwa oder Aiwa, glaube ich, wird das ausgesprochen. Wir haben. Ne, das ist Aiwa. Das Aiwa ist eine Paprikasoße in der Form. Diesmal mit Meerrettich. Meerrettich. Es gibt Leute, die hassen Meerrettich, es gibt Leute, die lieben Meerrettich. Ich bin einer, der Meerrettich liebt. Früher, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und wir haben auch selber geschlachtet. Das war nun mal früher so. Und wenn es dann Mittagessen gab mit dem Metzger, der immer da war, gab es meistens so Kochfleisch, was so vom Kopf abgelöst wurde, vom Schlachtvieh. Und einfach nur in Wasser gekocht, meistens mit Kartoffeln oder auch Möhrenstampf. Und dazu gab es immer eine Meerrettichsoße. Und die, wo meine Oma damals gemacht hat, Gott hab sie selig, war richtig lecker. Ich krieg's in der Form wirklich nicht hin. Ich habe schon so viel ausprobiert, aber ich krieg einfach diese Meerrettichsoße hin. Die war nicht glatt, also nicht wie eine normale Soße. Da waren richtige Stücke drin, kleine Meerrettichstücke und oh, Hammer. Ich hab's geliebt früher. Meerrettich, ich bin einer, der sie liebt. Oder der den Meerrettich liebt, auf jeden Fall. Wir machen gleich mal weiter. Wir haben hier. Oh! Von Kinder! Happy Moments, der Minimix als kleines Dankeschön. Es sind verschiedene Sachen drin. Schokobons sehe ich gerade noch, so ein paar andere kleinere Sachen. Kinder Minis, Bueno. Ich brauche Kinder nicht ausprobieren. Kinder Sachen schmecken einfach. Da über jeden Zweifel. Die Schokolade, diese Cremigkeit, die Konsistenz, passt alles. Lass ich zu, gönne ich mir mal wahrscheinlich am Wochenende nach dieser anstrengenden Woche auf dem Markt, auch durch das Wetter. Es war ja eine reine Katastrophe. Was haben wir hier? Wir haben hier, okay, das ist definitiv nichts für mich. Das ist Haferporridge. Das rührt man mit Wasser an und macht es dann in der Mikrowelle oder im Topf, kocht man das, dann gibt das so eine schleimische Konsistenz. Ist definitiv nichts für mich. Aber da es direkt, wo Haferflocken sind, etwas kleiner, sehe ich gerade. Ich kenne von früher Haferflocken, habe ich als Kind gern gegessen. Und zwar mit Kakao und Zucker drüber. Einfach so pur trocken. Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Aber es war lecker. Übrigens früher auch von der Marke Köln. Dass es die noch gibt, bin ich echt überrascht. Ja, vielleicht sollte man da mal wieder irgendwie so auf Kindheit zurück. Schön mit Kakao und Zucker gemischt und da drauf gestreut und dann rin.
Viele denken jetzt auch, der labert da nur Scheiße, aber es war halt früher so. Wir kommen hier zum letzten Artikel. Und dann sind wir mit der Box durch. Es ist diesmal leider kein Getränk drin, aber ganz viele andere leckere Sachen. Wir haben einmal ein Selfmade Eis Zubereitungs Dings. von Sunquick Creamy gibt es Eis, so was man einfrosten kann, dann hat man Eis wie Wassereis, denke ich jetzt mal. Keine Konservierungsstoffe, sehr schön, nicht nachhaltig. Mit Milch, also ja, ist so ein Quetschereis, wie man hier auf der Verpackung sieht. Man nimmt das Ding raus, packt es in Frost darin und nimmt es raus, reißt es auf und juhu. Ja, ist mal eine sehr schöne Idee, ist in der Geschmacksrichtung Kakao. Ja, probieren wir aus, auf jeden Fall. So, Freunde, das war's. Die Box ist damit komplett leer, wie ihr hier seht. Sehr viel Sachen drin. So zwei, drei Sachen, die jetzt nicht unbedingt mein Fall sind, wie eben auch diese Vanillesoße. Oder auch die Minis, die lecker schmecken, aber ich leider momentan noch nicht kauen kann. Und ich weiß nicht, wie lange die haltbar sind. 15.11. Das kriege ich hin. Sind ja verschlossen. Hier oben ist ein Zipper dran. Also ein Zipverschluss. Kann man zumachen. Bis dahin habe ich meine festen Zähne auch. Ich denke mal, dass ich die auch Mitte des Jahres, vielleicht August spätestens, bekomme. Weil es muss ja auch alles erstmal abheilen. Ja, Freunde, das war die Degusta-Box. Wir schauen nochmal schnell auf Spoiler-Catchen. Denn da haben wir einmal ein Rezept für Kichererbsen-Brownies. Und deswegen auch die Kichererbsen drin. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, und wir haben einmal die Werbung von dem Eiwar. Wir schauen mal drüber. Ja, die Kichererbsen ist okay mit 1,19 Euro. Ist okay. Die Nature's Chips mit 1,79 Euro. Chips sind teuer, das wissen wir alle. Gerade was Markenchips sind. Die Dessertsoße für 99 Cent ist auch völlig okay. Die Jelly Beans 1,35 Euro. Toppreis. Produkt des Monats ist dieser Kinder Happy Moments Mini Mix. Schweres Wort. Vor allem nach 10 Stunden Arbeit. Steht kein Preis drin, wird eine kostenlose Beigabe sein. Dafür an Degusta vielen Dank. Ja, eine Packung pro Box steht auch drin. Dann haben wir unser Brot mit 1,50. Ist auch völlig okay für den Preis. Wir haben die Mini-Kühlschnall mit 1,29. Ist auch völlig super der Preis. Der Eiwar 1,89. Passt. Das Eis war jetzt ein etwas teurer Artikel mit 2,49. Wir haben es bis jetzt nur in Euro-Preise bewegt. Ne? Ist eine ganze Menge. Für diesen Preis der Box top. Bestellt euch so eine. Link unten in der Beschreibung. Die Sandwichs 2,49 Euro, was etwas teurer ist, aber auch völlig im Rahmen, finde ich die Marmelade. Weil gute Marmelade kostet Geld, ist nun mal so. Liegt bei 2,79 Euro, würde ich jederzeit kaufen für den Preis. Vorausgesetzt, sie schmeckt, ich habe es jetzt noch nicht probiert. Die Haferflocken mit 2,79 Euro ist auch völlig legitim und gut. Bei dem bin ich etwas überfragt, habe ich keine Ahnung, was sowas draußen kostet, würde ich mir auch nie extra kaufen, wird hier gehandelt mit 2,49 Euro, finde ich für vegetarisch mit Kirschmandel und Hafer völlig in Ordnung. Ja, Freunde, das war heute die Degusta-Box, es war wahrscheinlich jetzt die letzte Box in diesem Monat. Es kommt noch eine Ultimate-Box, eine Nerd-Box von einem anderen Hersteller, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, weil ich nicht weiß, wie weit da das okay ist, falls der Gusta das sieht. Die soll in KW 13 kommen,
Also in der letzten Woche, der letzte Montag, glaube ich, im März und Anfang April geht die Woche weiter. In dieser Woche soll die erscheinen, was jetzt auch nicht mehr so lange ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt es in die Kommentare, wie hat euch die Box gefallen? Würdet ihr euch so eine auch gern kaufen? Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Ich krieg da einen kleinen Anteil von, bestellt euch die. Und bis jetzt, ich habe die jetzt vierte oder fünfte Mal. Sagt's mir, keine Ahnung. Ich muss nachgucken. Ich glaube viermal. Nee, Quatsch. Doch, ich glaube viermal. Vier oder fünfmal kommt es unten drauf an. Ich muss ehrlich sein, ich wurde nie enttäuscht von der Box. Die waren durchweg immer gute Artikel und hallo Mizi. Na, mein Schöner. Ja, so viel leckere Sachen, wa? Und nichts für Mizis dabei, ne? Ich muss mal gucken, ob ich auch mal irgendwo eine Mizi-Box krieg für dich. Vielleicht gibt's sowas auch. Geh mal in die Kiste, genau. Oh, so eine feine Kiste, ne? Müsste das sehen. Kriege ich das hin? Mit Sicherheit Kopfwecke. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Nein, so nicht. Moment. Eventuell so. Ja, da ist er. Hey, guck mal, bist im Fernsehen? Hier, guck, da bist du. Da. Mein Schöner. Guck mal, da ist die Kamera. Hier. Hier, hier, hier. Hallo. Hey. Gut. Wieder. Ich muss mir irgendwie eine andere Position fürs Mikro einfallen lassen. Am besten, ich mache das genauso fest wie die Kamera auch. Dass ich das von oben runterlasse. Muss ich mir was einfallen lassen, weil ich stoße da ständig dran und das ist ein bisschen nervig. Und es ist ja auch eine gewisse Lautstärke. Ja, Freunde, in diesem Sinne verabschiede ich mich und mein Kader verabschiedet sich auch gerade. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Nee, Michi? Wie ist? War schön heute? Tschüss.